Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Raabe und heute geht es um die Nummer 1 Frage aller Anfänger. Also diese Frage, die habe ich schon so häufig gehört. Ich habe sie bestimmt schon 100 Mal beantwortet und deswegen drehe ich heute nochmal ein Video dazu, ne? Damit jeder, der in Zukunft fragt, einfach nur noch dieses Video bekommt. Ich bin mir auch relativ sicher, ich habe gerade mal hier unsere YouTube-Seite aufgemacht, Optionsstrategien. Uns gibt es auf YouTube seit 2012, also jetzt mittlerweile seit 7 Jahren. Wir haben in dieser Zeit 704 Videos online gestellt. Nur auf diesem Kanal. Ne? Ihr wisst, wir haben noch einen zweiten Kanal. 704 Videos, also ja, das ist schon cool. Irgendwie, wir haben ein paar 13.000, 14.000 Mitglieder mittlerweile, also coole Sache. Und ich habe garantiert auch schon mal ein oder zwei Videos zu dem Thema gemacht. Aber klar, niemand schaut diese alten Videos noch an, deswegen machen wir noch was Neues. Also wenn ihr wissen wollt, was die Nummer 1 Frage ist, die immer wieder kommt, dann bleibt jetzt unbedingt dran, weil die ist definitiv sehr, sehr, sehr wichtig. Also diese eine Frage, ne, die habe ich schon folgendermaßen oder an folgenden Orten gelesen. Natürlich hier unter Kommentaren zu den Videos. Ich habe sie gelesen in unserer Facebook-Gruppe Die Optionshändler, über 4000 Mitglieder. Ich habe sie in E-Mails gelesen. Ich habe Nachrichten auf Instagram dazu bekommen. Und mich haben auch garantiert schon Leute auf der World of Trading, auf der Invest und so weiter angesprochen, hier in unseren Seminaren. Also die habe ich wirklich schon bestimmt 100 Mal schon gehört, diese Frage. Und es ist eine sehr, sehr gute Frage, das muss ich dazu sagen. Es gibt immer so Fragen, wo man denkt, Mann, aber das ist eine wahnsinnig gute Frage, weil sie zeugt von Risikobewusstsein. Und deswegen gefällt sie mir. Und zwar ist die Frage folgender, sinngemäß. Ihr wisst, wenn wir eine Option verkaufen, es geht also um den Verkauf von Optionen, also beispielsweise, du hast dir eine Option verkauft und du hast dafür 100 Dollar Prämie eingenommen. Und jetzt sagen wir mal, das wären jetzt Future-Optionen. Und dann wisst ihr ja, dann gibt es Regeln, wo wir sagen, okay, an irgendeiner Stelle sollten wir unsere Gewinne mitnehmen und an irgendeiner Stelle sollten wir aber auch reagieren, wenn wir Verluste haben. Und die meisten von euch, die werden das kennen, da gibt es hier diese 20%-Regel für die Gewinne und da gibt es diese 100%-Regel für die Verluste. So. 100%. So, und die Frage, die jetzt wirklich so häufig kommt, ist folgende, nämlich, gibt es denn eine Möglichkeit für diese beiden Fälle, also entweder die Option verdoppelt sich, Verlustfall, oder aber die Option fällt um 80%, Gewinnfall, sofort Orders in den Markt zu legen, sodass ich das quasi laufen lassen kann. Ne? Also ähnlich einem Stop-Loss, den man bei einer Aktie, bei einem Future hat, kann man das in den Markt legen. So, an der Stelle werden alle die, die schon lange dabei sein, sagen, nein, geht nicht, werden ausschalten. Okay, die anderen, die noch da sind, die das also sich nicht 100% beantworten können, dann hört genau zu, weil es geht nur teilweise. Fangen wir mit der einfachen Variante. Die einfache Variante ist, hier im Gewinnfall, also Gewinner, soll ein G sein, im Gewinnfall ist es sehr, sehr einfach, den Verlust oder den Gewinn zu realisieren. Warum? Ihr könnt einfach eine Limit-Order in den Markt legen. Falls ihr das übrigens gerade hört, wir stehen ja mitten im schönsten Monat Mai. Ne? Nächste Woche soll eigentlich das Freibad aufmachen und draußen regnet es, als wäre hier Anfang April. Egal. Also, ihr könnt hier eine Limit-Order in den Markt legen und könnt sagen, okay, wenn ich diese Option, die ich verkauft habe und 100 Dollar dafür bekommen habe, wenn die nur noch 20 Dollar wert ist, dann kaufe bitte diese Option zurück. Also das ist ein sogenanntes Buy-Limit. Ne? So. Buy-Limit. Okay, was bedeutet das? Das Buy-Limit heißt, entweder diese Option kostet 20 Dollar oder weniger. Also wenn die nur noch 10 kostet, dann kostet sie halt nur noch 10, dann kriegst du auch zurückgekauft, wenn die früh mal bei 10 eröffnet. Aber mehr als diese 20 Dollar wirst du nicht bezahlen. Warum? Es heißt ja Buy, also kaufe mit einem Limit, also maximal diese 20 Dollar. Das heißt, der Gewinnfall, abgehakt, können wir machen. Ne? Können wir machen. So, großer Haken ran, funktioniert. Jetzt kommen wir zu der Sache hier und das ist viel, viel spannender. Viele Neueinsteiger sagen sich,
Okay, ich habe verstanden, ne, dass wenn sich eine Option beispielsweise im Preis verdoppelt, also wenn die beispielsweise hier, nehmen wir eine andere Farbe, von $100 auf $200 geht, dann liege ich $100 hinten und dann muss ich meinen Verlust irgendwann mal realisieren. Das heißt, ich muss die Option zurückkaufen. Jetzt sitze ich ja nicht den ganzen Tag vor dem Schirm. Wenn ihr Future-Optionen handelt, ne, die handeln oftmals rund um die Uhr. Wenn ihr Aktienoptionen handelt, die handeln von 15.30 Uhr bis 22.15 Uhr oder 22.10 Uhr. Ne? Ihr sitzt nicht die ganze Zeit vor dem Schirm. Wie kann ich da nicht auch eine Order reinlegen und sagen, hey, wenn die Option $200 kostet, dann machen wir die doch immer einfach zu. Ne? Und was müsste man dann machen? Dann müsste man einen sogenannten Stop beimachen. Ja, also hier einen Stop. So, ich schreibe es mal amerikanisch mit einem B, also ein Stop bei. Und das kennt ihr, wenn ihr Aktien handelt, wenn ihr Futures handelt, ne, da arbeitet man mit Stop-Kursen und dann funktioniert das auch. Im Optionshandel funktioniert das aber nicht so gut. Und der Grund ist nicht der, dass ihr diese Order nicht in den Markt legen könntet. Ne? Also manche sagen, ich könnte doch eine Limit-Order reinlegen. Nein, kannst du nicht, weil wenn du sagst Limit bei 200, ne, dann wird es ja, heißt es ja, kaufe diese Option für 200 oder weniger. Das heißt, die würde sofort geschlossen werden, macht überhaupt keinen Sinn. Also du musst schon einen Stop-Kurs machen. So, und jetzt würde Folgendes passieren. Du musst dir vorstellen, und dazu gehen wir mal, nehmen wir mal noch eine Seite. Stell dir bitte Folgendes vor, wenn du eine Aktie hast oder irgendein anderes Underlying, völlig egal was, und dann, wo wird die gehandelt? Da ist der Preis gerade hier. So. Und wenn du jetzt sagst, ich möchte hier meinen Stop reinlegen und jetzt handelt der Preis eben so schön gemütlich hier runter, ne, dann wird hier irgendwo dein Stop ausgeführt und dann war's das. So, und dann bist du eben raus. Okay, es kann auch mal passieren, die Aktie öffnet tiefer, vielleicht über Nacht mit dem Gap, dann wirst du hier ausgeführt. Aber in der Regel wird das selten passieren. Und warum? Weil eben immer genau da, wo der Preis ist, aller Handel stattfindet. Also die Aktie kostet jetzt gerade $50 und da wird bei 50 gehandelt. Hinher, hinher, hinher. Und da ist eben hier unten so ein Stop oder auch darüber ein Stop völlig uninteressant. So, wie ist das aber bei einer Option? Gleiche Aktie. Und jetzt hast du beispielsweise einen... Was weiß ich, jetzt hast du hier eine Option verkauft. Ne? Hier gibt es überall Strikes. Es gibt nach oben Strikes, es gibt nach unten Strikes. Und angenommen, du hast diesen Strike hier verkauft, das heißt, diese von mir aus eine Put-Option hast du hier an der Stelle verkauft. Und jetzt musst du auch Folgendes wissen. Diese Put-Option wird ja nicht rund um die Uhr gehandelt. Die wird vielleicht am Tag nur einmal gehandelt oder vielleicht auch gar nicht gehandelt, vielleicht auch 10.000 Mal, das weiß ich nicht. Aber die wird nicht wie der Preis des Underlyings permanent gehandelt, sondern immer nur dann, wenn hier eine Order stattfindet. So, und solange keine Order stattfindet oder kein Trade stattfindet in dieser Option, findet da auch kein Handel statt. Jetzt musst du dir Folgendes vorstellen. Die Market Maker, was heutzutage alles Maschinen sind, ne? Also Maschine klingt jetzt böse, aber letztendlich sind das alles Computerprogramme, Algorithmen, die für die Market Making Firmen errechnen, wann lohnt sich eine Option zu kaufen, zu verkaufen und so weiter und so fort, die Preise stellen, die sagen, okay, wie machen wir den Bid, wie machen wir den Ask, wie breit machen wir den Spread und so weiter, das sind alles Maschinen, das sind alles Logarithmen, Algorithmen, die da handeln. So, wenn du jetzt sagen würdest hier, diese Option angenommen kostet momentan $1. So, und jetzt sagst du, okay, jetzt stelle ich einen Stop hier rein für $2 als Beispiel. Okay, und jetzt findet hier gerade in dem Moment kein Handel statt. Was würde dann oder was könnte dann passieren? Ich bin mir auch relativ sicher, dass es über kurz oder lang so passieren würde. Du kannst es gern mal ausprobieren. Was würde passieren? Der Algorithmus geht permanent durch die Orderbücher. Okay, da geht permanent durch die Orderbücher durch und schaut nach und sagt, hey, hier liegt eine Order drin, hier wäre jemand bereit, diese Option für $2 per Stop zu kaufen. Aktuell kostet die aber nur $1. Und was könnte diese Maschine jetzt machen? Die Maschine könnte jetzt einen Trade mit sich selbst machen. Das heißt, der könnte jetzt ganz einfach einmal hier diese Option, die eben nicht rund um die Uhr gehandelt wird. Hier geht das nicht. Da kannst du nicht plötzlich mal sagen, ich mache mal schnell einen Preis hier oben oder hier unten.
Bei einer Option, die nicht rund um die Uhr gehandelt wird, kannst du das aber machen. Jetzt könnte die Maschine also sagen, ich handle einmal mit mir selber und mache einmal, kaufe ich diese Option für 2 Dollar hin und her. Okay? Was würde das für den Market Maker bedeuten? Nichts. Der hat einmal die Option gekauft, verkauft, alles wieder gut. Aber jetzt würde Folgendes passieren. Jetzt würde plötzlich auftauchen, dass der Preis der Option einmal bei 2 Dollar gehandelt wurde. Und jetzt wird dein Stop, den du ja im Markt liegen hast, aktiviert, weil das ist ja eine Order, die liegt am Markt. Und der Stop-Order sagt ja, handle bitte erst dann, wenn einmal diese 2 Dollar gehandelt wurden. Ja? Also nicht, wenn es dahin geht, sondern wenn sie einmal gehandelt wurden. Dann wird deine Stop-Order ausgeführt. So. Und dann könnte Folgendes passieren, dann würde dieselbe Maschine dir quasi die Option, die vielleicht jetzt aktuell nur einen Dollar wert ist, für 2 Dollar verkaufen. Du bist ja short, das heißt, du kriegst sie jetzt für 2 Dollar verkauft, obwohl sie nur 1 Dollar wert ist. Das heißt, der hat eine Short-Position, du bist jetzt raus aus der Option, hast aber das Doppelte bezahlt, was du eigentlich bezahlen müsstest, und der Market Maker muss nur warten, bis man irgendwann wieder handelt und kaufst du dann für 1 wieder zurück. Das heißt, für den wäre es ein risikoloser Gewinn und für dich wäre es, du wirst aus dem Markt genommen, obwohl es gar nicht notwendig ist. Okay? Und da das sehr, sehr häufig im Optionsmarkt passieren könnte, ja, verbietet es sich eigentlich, Stop-Orders an den Markt zu legen. Jetzt kann man das nicht pauschal auf alle Märkte machen. Ich weiß zum Beispiel, dass es viele Händler gibt, die Optionen im Spider handeln, also den SPY, das ist der ETF auf den S&P 500, oder auch beispielsweise auf den ES, die S&P-Optionen. Und da legen manche auch Stops rein. Warum? Weil das sind hochliquide Optionsmärkte, wo am Tag Zehntausende, Hunderttausende, teilweise Millionen von Optionen gehandelt werden. Und da kann die Maschine es nicht machen, dass sie mal hier plötzlich handelt, weil sofort ein anderer Market Maker ihr das Geschäft kaputt machen würde. Also die will den Deal mit sich selber machen und macht mit dem anderen dann den Deal. Das funktioniert also nicht. Ne? Das heißt, wenn du viel, viel Liquidität in den Märkten hast, in einzelnen Optionsserien, in einzelnen Strikes, dann könntest du darin auch Stops legen und die würden auch nicht einfach so ausgeführt. Aber das betrifft vielleicht von allen Optionen schätzungsweise 5%. Und wenn 95% der Optionen, die du handelst, und das können auch ganz liquide Werte sein, würde genau das hier passieren. Und deswegen Finger weg von Stops im Optionshandel, wenn du short bist. Okay? Wenn du also short bist, dann mach keine Stops, sondern sehe das Ganze als mentalen Stop. Und das ist ja das, wovor viele Angst haben, da sagen, ja, ich will aber bei 2 Dollar rausgehen, was ist denn, wenn ich erst hinschaue, dann ist schon bei 2,50 Dollar oder 3. Das kann passieren, das wird dir auch manchmal passieren. Auf der anderen Seite wird auch mal ein Preis auf 2,50 gehen und wenn du hinschaust, ist er wieder bei 1,50. Das heißt, es ist gar nichts passiert. Das gleicht sich aus, also mach dir da keine Gedanken. Und wenn du eben sagst, ich muss aber auf Teufel komm raus, mein Risiko ganz genau begrenzen, auch dann hast du eine Möglichkeit, nämlich dann handel mit Spreads. Weil wenn du mit Spreads handelst, dann weißt du von vornherein, wie groß dein maximales Risiko ist. Weil warum wollen die Leute alle hier Stops reinlegen? Und deswegen ist die Frage ja auch berechtigt, weil sie sagen, ich will ganz genau wissen, was ist mein maximales Risiko. Und das ist ja eine gute Sache. Ne? Also wenn jemand sagt, von vornherein, ich kann einordnen, wie viel will ich maximal verlieren, dann ist das eine tolle Sache. Aber wichtig, das kannst du nicht. Also wenn du Spreads machst, dann weißt du auch, was dein maximales Risiko ist. Egal, was mit der Aktie oder dem Underlying passiert, in dem Spread hast du deinen Verlust immer ganz genau definiert. Und deswegen ist es auch gut und wichtig, dass du das so entsprechend machst. Okay, das war sie, die Nummer 1 Frage, die ich am häufigsten bekomme. Ne? Wenn man mal drüber nachdenkt, relativ logisch, aber klar, jemand, der anfängt, der sich ein Fundament aufbaut im Optionshandel, der kennt das nicht, weil das eben anders ist als in anderen Bereichen, als im Aktienhandel, als im Futurehandel, als im Daytrading, wie auch immer. So. Und deswegen, wenn ihr in Zukunft fragt, nochmal, dann werde ich euch immer dieses Video schicken. Ja, wenn auf Facebook in unserer Gruppe die Optionshändler jemand fragt, kriegt er dieses Video. Wenn wir eine E-Mail bekommen, dann schicken wir ihm dieses Video. So, es gibt noch mehr solche Fragen. Ja, also vielleicht machen wir mal eine kleine Reihe raus. Die Top-Fragen, die immer wieder kommen, was am meisten kommt. Ich hätte auch schon eine Idee für die Frage Nummer 2, haben wir vor kurzem schon mal gemacht. Aber vielleicht mache ich noch mal ein extra Video. Wenn ihr auch solche Fragen habt, ne, wenn ihr also auch sagt, hey, okay, was
das habe ich immer noch nicht so ganz durchdrungen oder das interessiert mich, dann schreibt mir das in die Kommentare und dann sprechen wir darüber. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Euch bis dahin viel Erfolg, danke fürs Zuschauen und schaut mir unten in die, wie heißt es so schön, Shownotes rein. Da sind ganz, ganz spannende Dinge drin. Ne? Unser Einsteiger-Webinar Optionshandel für kleine Konten beispielsweise. Absoluter Bestseller. Also wir sind immer noch überrascht, wie viele Kunden das Monat für Monat für Monat kaufen. Echter Hammer. Und wenn du es noch nicht gekauft hast, mach's. Du kommst sowieso nicht drum herum. Also in diesem Sinne, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss, Servus, mach's gut. Bye, bye.